Glück auf und willkommen zurück bei Child of Light. Ja. Wir gehen dann mal in das Schloss. Alter, mein Hals. Ja, war ein epischer Kampf in der letzten Folge. Ich will dem Vieh einfach nicht zu... Aurora, meine Tochter. Vater! Becken, zeig mir Waage. Vaters missliche Lage. Die Haare, ey, ist einfach nur so geil. Euer Gnaden, der Damm ist gesprengt. Das Wasser steigt, Meter um Meter. Ach, der Damm. Alle Höfe werden in der Flut ertränkt. Was befehlt ihr eurem ergebenen Diener? Ach du Scheiße. Nora, Vater liegt im Sterben. Der Damm ist gebrochen, die Pegel steigen. Du bist fast daheim, bei den Deinen. Na na, jetzt hör auf zu weinen. Warum ich jetzt hier links und rechts die ganze Zeit gehe? Die eine Person weiß schon warum. Die eine Person, für die ich das gerade getan habe, wird schon wissen warum. Was ist denn hier? Ich habe keinen so richtigen Plan. Ja, jetzt. Ist hier noch was? Hier hoch, aber hier dahinter ist doch... Oh, da unten. Oh, ungeschliffener, was soll denn das? Hm? Gott sei Dank, wir sind jetzt da! Zeit, Lebewohl zu sagen, Aurora. Nein, es kann doch noch nicht vorbei sein. Ich muss hier jetzt so ein bisschen erkunden, es geht einfach nicht anders. Wenn es nur die eine Truhe ist. Es kann noch nicht vorbei sein. Es darf noch nicht vorbei sein, nicht jetzt. Noch nicht. Jetzt doch noch nicht. Viel Glück, umtriebiger Robert. Margaret ist fort. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Mach dich nicht lächerlich. Ich würde in dich investieren. Ah, sie ist gegangen. Pass auf dich auf, grimmiger Finn. Ihr geht. Und was ist mit mir? Ich bleib allein. Ich muss heim zu meiner Familie. So einfach ist das. Wir alle müssen lernen, tapfer zu sein. Finn hat die Gruppe verlassen. Melancholischer Tristes, weine nicht. Erneut verlassen, mein Herz vor Trauer erbebt. So geht es uns allen irgendwann. Doch muss man glücklich bleiben, solange man lebt. Keine Sorge, für den Kampf gegen das Dunkel will ich leben. Und nach einer weniger tristen Zukunft streben. Tristes hat die Gruppe verlassen. Macht's gut,
tapfere Rubella. Ihr applaudiert mitten im Abenteuer und verlasst einfach den Saal. Die Schau geht ohne mich weiter, wird besser und neuer. Ich spreche nur so aus, wie es da steht. Rubella hat die Gruppe verlassen. Und jetzt? Jetzt gehen wir durch das Tor. Igniculus, o Aurora, entrichtet dem Himmel meinen Gruß. Denn das Höchste vom Hohen kann ich nicht sehen. Leb wohl, Igniculus. Ich werde euch vermissen. Mach mir bitte kein schlechtes Gewissen. Wo bin ich jetzt gelandet? Was ist das? Wo bin ich? Ach, das ist immer noch innerhalb des Tempels. Achso, das war nur eine Tür und noch nicht der Spiegel. Dass man noch alles, selbst wenn hier nichts ist, erstmal alles erkunden. Oh, das kriege ich jetzt gar nicht auf. Ist ja mies. Und hier das auch nicht. Verteidigungselixier. Verdammt. Ja, ja, ich muss da hoch, ich weiß. Glühwurm. Ich hab doch gar keinen Glühwurm mehr. Er ist doch weg. Wie immer verloren. Igniculus, mein Freund. Ich werde dich nie vermissen. Vergessen. Ja, ich werde dich nie vermissen, scheiße. Schnell nochmal ein paar Oculi craften. Gucken wir schnell nochmal was. So, genau. Gut, ups, mit der Maus. Mit der Maus. Er macht das schon mit der Maus. So. Ziehen wir den ab. Und den hier rein. Ups. So. So. Hier ist der Spiegel. Du bist so großherzig und gut, Aurora. Nicht alle sind wie du, denk immer daran. Und egal, was du sagst oder tust, es kommt bei diesen Menschen niemals an. Halt dich nicht mit Erklärungen auf, dazu ist keine Zeit. Das Leben ist zu kurz für solche Freundlichkeit. Unsere Suche jetzt ein Ende hat. Aurora, geh voran. Ich höre noch schnell. Vielleicht ist hier oben ja noch irgendwo ein Brief oder so. Ha, siehst du? Was dies ist das? Ich folge dir als dann. Fragezeichen, Fragezeichen Nummer 10. Wo ist sie hin? Ist sie wieder zurück? Hey, wieso ist sie vor uns hier? Ich denke, sie ist uns gefolgt.
Nora, wo sind wir? Folge mir. Ich muss erstmal in die andere Richtung. Weil hier unten ist noch was. Oder nicht? Okay. Oder auch nicht. Ich höre doch einen Zettel. Da ist er doch. Genau. Schon wieder das Telefon. Ach, Alter. Was? Wer ist das? Was ist das? Stiefmutter! Cordelia! Meine Schwester? Falsch betont. Stiefmutter. Aurora. Alter Daus. Was? Wo bin ich? Wo ist Vater? Wie? Der ruht sich aus. Ergreift sie! Was tust du? Sind wir nicht Familie, du und ich? Es tut mir leid, Aurora. Zusammen gehören wir nicht. Schwester. Nora. Nox ist mein wahrer Name. Ich mag dich, aber Familie waren wir nie. Ich bin vom königlichen Blut, wie sie. Ich bin Umbra. Die niedere Hochzeit mit deinem Vater war reine Fantasie. Das ist Blasphemie. Elende, dir wird der Atem in der Kehle stocken. Und zu deines Vaters großer Qual verwandle ich eure Leiber in Knochen. Das ist ein schwach, das ist einer schwachen Familie Schicksal. Ich bin rechtmäßige Herrscherin von Lumeria. Du bist meines Feindes Balk. Was hat mein Vater dir getan? Wer? Dieser alte Schalk? Du weißt es nicht. Einst aus Lumeria verbannte deine Mutter mich. Meine Mutter? Dazu fehlt dir die Macht? Diese Hexe, verkriechen musste sie sich. Ha! Die gestürzte Königin von Lumeria hasste ich. Und mein Zorn trifft heute ihre Tochter, also dich. Nein, lauf! Aurora! Lol. Was ist jetzt? Es ist einfach abgeschmettert und jetzt hat's getroffen. Die Arme. Was? Ein Schutzzauber! Die falsche Krone scheint ihn zu bergen. Wache! Im Turm soll sie 1000 Tode sterben. Ein bisschen Folter beschleunigt ihr Verderben. Warte, da muss ich kurz husten. Das erinnert mich auch schon wieder. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Oh, ein bisschen. Schnief.
Ein herrlicher Himmel, so hell und klar. Ach, könnte ich fliegen, es wäre wunderbar. In manchen Gegenden können die Menschen es. Wo, sag's mir, damit ich's nicht vergess. Bei Zeiten deck ich das Geheimnis auf. Ich möchte nur bei dir und Vater sein. Bei dir und Vater sein. Wie wir. Doch gibt es noch mehr in diesem Lebenslauf. In des Lebenslauf. Eines Tages könntest du Lumerias Königin sein. Und muss ständig bei deinen Untertanen verweilen. Der Ton ist gerade übelst komisch. Ich schicke ihnen Briefe aus meinem Heim. Dummes Mädchen. Fang den Wurm. Hä? Was? Den hole ich mir im Sturm. Mama, Mama, komm mal schauen. Aurora, wo bist du? Aurora! Hier, hinter dem alten Apfelbaum. Oh nein, ich hoffe, sie liegt nur da. Ich bin müde, Aurora. Komm, ich helfe dir. Mein Herz, oh mein Herz. Mama, hör auf, du wirst ganz grün. Auf wen ist sie denn bitte neidisch? Nein, dieses Übel wird niemals ruhen. Für mich gibt's nur noch eins zu tun. Was? Das irritiert mich jetzt. So ein bisschen. Wächter Lumerias, höret mein Flehen. Schützt meine Tochter. Sie soll der Hand meines Mörders entgehen. Die ist vergiftet worden. Nein. Befindet sie sich in Todesgefahr, dann bringt sie zu eurem Altar. Diesen Zauber spreche ich in der Stunde der Not und besiegle ihn durch meinen Tod. Ich habe gerade mega Gänsehaut. Alter. Nein. Alter. Meine Gänsehaut. Meine Haare stehen senkrecht nach oben, ohne Witz. So schlimm Gänsehaut hatte ich noch nie. Papa, bitte hilf mir. Mutter, hörst du mich? Komm zurück. Ich brauche dich. Komm zurück. Ich möchte einfach die Stimmung ein bisschen zu euch. So.
Dieses Lied. Ich kenne die Melodie. Ein spielte es, meine Herrin, die Königin des Lichts. Ihr seid ihr Kind und kämpft gegen das Dunkel. Ihr stoßt die Nacht zurück ins Nichts. Wie sollte ich? Ein kleines Mädchen darf das nicht wagen. Ich will doch nur nach Hause. Feigling, was würde eure Mutter sagen? Weilte sie unter uns in diesen Tagen. Ihr müsst eure Burg verlassen, euch der Welt stellen ganz allein, zusehen, wie sie wirklich ist. Nur so findet ihr euer wahres Heim. Helfe ich euch, schwört zu kämpfen gegen den Bösewicht und zu retten Land, Volk und Licht. Ich schwöre. Jetzt seid stark und für den Kampf bereit. Gleich seid ihr von eurer Kette befreit. Was? Wie geht das? Cool. Ich mach voll die Stimmung kaputt. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Was? Wo ist er hin? Oengus hat sich der Gruppe angeschlossen. Kapitel 8. In höchsten Höhen. Ja, bevor wir uns das 8. Kapitel in voller Länge angucken, würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal einen schönen Cut. Wir hatten da wieder eine traurige und, ja, wie soll ich sagen, mitreißende Geschichte. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und bis dahin. Tschüss.